Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zur Sendung Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich spreche heute mit Herrn Professor Dr. Holmer Steinfarth. Herr Steinfarth lehrt Philosophie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Herr Steinfarth darf Sie herzlich begrüßen und ich möchte Sie gleich bitten, uns Ihren Werdegang zu schildern, Geburt, Schule und Studium. Ja, das ist, was die dürren Eckdaten anbelangt, schnell erzählt. Ich bin 1961 in der Nähe von Lübeck geboren worden, bin dann in Lübeck auf das humanistische Gymnasium, das Katharineum, die Schule von Thomas und Heinrich Mann gegangen und habe dann Studium in Hamburg aufgenommen, in Berlin an der Freien Universität fortgesetzt. Im Kern habe ich immer Philosophie studiert, drumherum dann einiges andere auch. 1988 wurde ich dann bei Ernst Tugendhat mit einer Arbeit zur Substanztheorie des Aristoteles promoviert, also zur Metaphysik, den Kernbüchern der Metaphysik von Aristoteles. Und danach gab es bei mir, vielleicht für heutige Karrieren eher untypisch, eine Art biografischen Bruch, sodass ich die Universität erst einmal verlassen habe und einige Jahre andere Dinge gemacht habe. Ich war in London, habe mich sozial engagiert, habe ein Studium dann wieder der Rechtswissenschaft aufgenommen und bin erst relativ spät, dann 1994 wieder nicht auf dem Pfad der Tugend, aber auf dem Pfad der akademischen Karriere zurückgekehrt, 1994 dann angetreten, die Stelle eines wissenschaftlichen Assistenten in Konstanz, dort in der Philosophie, habe dort habilitiert mit einer Arbeit über unsere Orientierung am Guten bei Suhrkamp, dann etwas später erschienen. Und dann ging alles sehr schnell nach 2000, 2001, erste Professur für praktische Philosophie in Aachen an der RWTH, dann erster Lehrstuhl in Regensburg 2002 und 2006 bin ich an die von Ihnen erwähnte Georg-August-Universität in Göttingen gewechselt, wo ich seither hauptsächlich für die sogenannte praktische Philosophie zuständig bin. Herr Steinfarth, wer war Aristoteles? Es gibt von Martin Heidegger eine sehr flapsige Bemerkung in einer seiner Vorlesungen, wo er sagt, Aristoteles wurde geboren, er arbeitete und starb. Damit wollte Heidegger, denke ich, darauf aufmerksam machen, dass die Kenntnis der Biografie eines Philosophen selten Aufschluss über sein Werk gibt. Trotzdem kann man ein paar Dinge auch zu Aristoteles Leben sagen. Er wurde 384 vor Christi im Norden Griechenlands in Makedonien geboren, als Sohn eines Arztes, der Leibarzt am makedonischen Königshof war. Ist dann recht jung, 17-jährig, nach Athen zu Platon, an dessen Akademie, dem damaligen intellektuellen Zentrum der damaligen Welt, gegangen und hat dann bei Platon in der Akademie studiert und geforscht, zunächst 20 Jahre, bis 347 vor Christi, war sozusagen Langzeitstudent, aber dann auch gleichzeitig Forscher. Musste dann Athen verlassen, hat Wanderjahre gehabt, ist auch nach Makedonien kurz zurückgekehrt. Da gibt es diese berühmte Episode, wo er kurz Lehrer von Alexander dem Großen war und ist dann Mitte der 30er Jahre, also 335 vor Christi, zurückgekehrt nach Athen, hat seine eigene Schule gegründet, den Peripatos oder auch das Lykaion, beides Bezeichnungen für diese Schule. Und musste dann nach Alexanders Tod, 323, aus politischen Gründen, er war ja nie Vollbürger in Athen, sondern als Makedone immer nur Metöke, das heißt ein Bürger ohne politische Rechte, Athen wahrscheinlich aus politischen Gründen verlassen, weil es antimakedonische Bewegungen gab. Dann ist er auf Chalkis, Euböa, in das Haus seiner Mutter, glaube ich, gezogen. Und dort 62-jährig, dann 322, 23 vor Christi verstorben. Das ist erstmal der grobe Lebenslauf von Aristoteles. Wie war denn das Verhältnis zu Platon? Ja, das ist eine endlose, unendliche Geschichte.
Gegenstand vieler divergierender Deutungen. Die meisten kennen ja dieses berühmte Wandgemälde von Raphael im Vatikan, in deren Zentrum die Figuren Platon und Aristoteles stehen. Und der Platon zeigt in den Himmel, der Aristoteles deutet auf die Erde, was wohl symbolisieren soll, den Gegensatz grob zwischen einem eher idealistisch gesinnten Philosophen Platon einerseits und einem eher der Empirie zugewandten Philosophen Aristoteles andererseits. Das ist freilich wie vieles eher Klischee, das ist ein grober Gegensatz, der wie alle Klischees auch etwas Richtiges trifft. Das Verhältnis ist viel komplizierter. Das kann man vielleicht an einem Punkt illustrieren. Es gibt eine Spätschrift von Platon, den Parmenides, einen späten Dialog, in dem auch eine Figur Aristoteles genannt auftaucht. Und dieser Dialog ist selber eine Selbstkritik Platons an seiner Ideenlehre. Ja, und es ist wahrscheinlich, wenn auch nicht beweisbar, dass in dieser Selbstkritik Momente von Kritik, die Aristoteles an der Ideenlehre angeführt hat, aufgegriffen hat, um seine eigene Lehre nochmal zu modifizieren. Das heißt, es gibt hier nicht einen schematischen Gegensatz, sondern wir sollten uns das eher vorstellen als ein voneinander Lernen, als einen Austausch, ohne dass die Gegensätze, die es dann tatsächlich gibt, zu denen ich auch noch was ausführen kann, wenn Sie wollen, deswegen zum Verschwinden kommen. Wie war denn der Unterschied zwischen der Ideenlehre Platons und Aristoteles? Das ist ein Punkt, an dem man das Verhältnis beleuchten kann auch gleichzeitig die Schwierigkeit, es in Kürze darzustellen, plausibel machen kann. Es ist so, es gibt zunächst eine grundlegende Gemeinsamkeit zwischen beiden und auf der Basis dann eine wichtige Differenz. Ja, die Gemeinsamkeit ist zunächst die, dass beide als Philosophen, da durchaus anknüpfend an Vorgänger, versuchen gewissermaßen das Gebiet menschlichen Wissens zu kategorisieren und eine Form des Wissens, vielleicht könnte man sagen, das wissenschaftliche Wissen als eine besondere Form des Wissens auszuzeichnen. Und was zeichnet dieses Wissen aus? Es soll ein in besonderer Weise allgemeines und notwendiges sein und braucht deswegen einen Gegenstand. Ja? Ja. Wenn wir etwas mit Sicherheit und Allgemeingültigkeit wissen wollen, dann muss dieses Wissen erkennen von etwas selber Allgemeinem und Notwendigem sein. Ja? Das ist vielleicht auch anhand heutiger Wissenschaften zu erklären. Auch heutige Wissenschaft ist vor allen Dingen auf Strukturerkenntnis, auf Entschlüsselung von Gesetzmäßigkeiten ausgelegt. Ja, und solche Strukturen sind in gewisser Weise die Ideen, Idea oder das Eidos, die Form von Aristoteles respektive von Platon. Also beide zeichnen als Gegenstand des Wissens etwas aus, das sozusagen Struktur hat, Form hat, das selber eine Form von Allgemeinheit und Notwendigkeit hat. Das ist die Gemeinsamkeit. Ja, es gibt aber eine wichtige Differenz und die Differenz, die kommt dort ins Spiel, wo beide darüber nachdenken, wie diese Strukturen, diese allgemeinen Formmomente selber die Wirklichkeit, so wie sie uns in der Erfahrung begegnet, strukturiert, erklärt, erkennbar macht. Ja, und da ist es grob so, dass Platon dazu neigt, die Ideen, die, wenn Sie so wollen, Strukturen oder Formen in Reinform abgelöst von den Gegenständen, die uns in der Erfahrung begegnen, zu betrachten, während Aristoteles die Formen viel mehr als organisierende Momente der Gegenstände, wie sie uns in der Erfahrung begegnen, begreift. Das kann man am deutlichsten sehen daran, wie beide die Seele, die Psyche begreifen, auch da nur ganz grob. Bei Platon gibt es einen klaren Dualismus zwischen Seele und Körper, etwa im Phaidon, einem berühmten Dialog, ausgeführt. Aristoteles ist dagegen kein Dualist, sondern versucht, die Seele als Organisationsprinzip des Lebendigen so zu denken,
dass sie keine vom Körperlichen ablösbare Entität ist. Deswegen gibt es bei Aristoteles auch keine Unsterblichkeit der individuellen Seele, während das bei Platon durchaus so ist. Ja, und daran kann man vielleicht ganz gut den Gegensatz verständlich machen. Sehr gut. Herr Steinfahrt, die Bewegung spielt, kommen wir jetzt mal zur Bewegung. Ja. Die Bewegung spielt bei Aristoteles hinter- und vordergründig eine ganz große Rolle. Warum ist das so? Gut, das kann man verbinden mit dem eben Ausgeführten. Es geht Aristoteles, wie Platon, wie anderen Philosophen, um das Erlangen von Wissen. Ja, nun ist Aristoteles besonderes Interesse, das Wissen von der Welt, wie sie uns in der Erfahrung begegnet, zu erlangen. Da gibt es aber ein Problem. Ja, so wie ich es eben ausgeführt habe, ist das paradigmatische Wissen eines von allgemeinen Strukturen, von Notwendigkeiten, von etwas, das sich nicht verändert, das sich nicht bewegt, was sich immer gleich bleibt. Ja, die Erfahrung lehrt uns aber, die Dinge, die uns begegnen, sind veränderlich in diesem Sinne bewegt. Ja, der Bewegungsbegriff ist viel weiter gezogen als unserer. Sie wechseln ihre Eigenschaften, sie entstehen, sie vergehen. Auch das menschliche Handeln unterliegt ständigen Veränderungen. Es gibt dort augenscheinlich keine Gesetze, sondern immer nur das zumeist, nicht das immer. Und das wirft jetzt die Frage auf, wie bringe ich beides zusammen? Also wie kann ich Wissen von der veränderlichen, bewegten Welt gewinnen? Mhm. Ja? Und daher entscheidet sich am Problem der Bewegung für Aristoteles, ob es überhaupt so etwas wie Erkenntnis, wie Wissen im Vollsinn von der Welt, wie sie uns begegnet, gibt. Ja, und das erklärt, warum Bewegung ein so grundlegendes Phänomen und Problem für Aristoteles ist. Es ist ein Problem. Ja. Also Sie haben ja gerade gesagt, es verändert sich nichts. Einiges verändert sich nicht, da sind wir ja bei Parmenides. Aber wir wollen ja nicht über Parmenides sprechen. Was verändert sich denn nicht? Gibt es etwas, was sich nicht verändert? Also die Sonne verändert sich nicht oder wie? Naja, ich meine, meinen Sie das jetzt der Sache nach oder so, wie es bei Aristoteles, aussieht? Ja? Na gut, also es gibt natürlich auch bei Aristoteles einen Bereich, der jenseits des Veränderlichen steht, der jenseits der Veränderung, der Bewegung steht. Das ist dann das, was er in seiner Theologie ausführt als Lehre vom unbewegten Beweger. Ja, ja. Ja. Aber man kann auch diesseits davon sagen, dass es halt so etwas wie allgemeine Strukturen gerade in der Natur gibt, die natürlich jeweils unterschiedlich konkretisiert auftauchen, aber die wir als allgemeine Strukturen, als etwas Unveränderliches auffassen können. Ein Beispiel dafür wäre, Aristoteles nimmt, anders als wir das heute von Darwin belehrt sehen, an, dass die Arten sich gleich bleiben. Also ein Mensch zeugt immer einen Menschen, zeugt einen Menschen, zeugt einen Menschen. Ja, ja, ja. Insofern bleibt sich aber die Art Mensch gleich. Es gibt keine Art Mutation. Ja? Das ist ein Beispiel, was sich gleich bleibt, auch wenn sich natürlich die Menschen verändern, wenn sie, dass sie gezeugt werden, dass sie sterben und so weiter. Da haben sie einen Strukturmoment. Genauso ist es für Aristoteles so, dass die Welt als Ganze keinen Anfang und kein Ende hat. Ja, genau. Auch das anders als etwa in der christlichen Schöpfungslehre. Es gibt keine Creatio der Welt, schon gar keine Creatio ex nihilo, sondern die Zeit, die Welt ist immer. Immer, ja. Das ist eigentlich sehr gut. Für wen? Für uns. Naja, wir selber sind sterblich. Also das hatte ich ja. Nein, für unser Bewusstsein eigentlich. Ja, aber trotzdem geht Aristoteles, so wie ich ihn verstehe, halt nicht davon aus, dass wir eine individuell unsterbliche Seele haben. Ja, genau, das hat ihn auch später in Konflikt mit denjenigen gebracht, die ihn für das Christentum haben akquirieren wollen. Herr Steinfahrt, die Seinsproblematik hat eine erkenntnis- und wissenschaftliche Kehrseite. Was sagen Sie, die Seinsproblematik? Ja, ich würde, wenn ich im Seminar säße, erst mal sagen, dass das eine dunkle Ausdrucksweise ist, mit der wir so wenig anfangen können. Ich kann es auch wieder in den Zusammenhang des eben Ausgeführten bringen. Ja, also Bewegung, so hatte ich gesagt, ist zunächst ein Erkenntnisproblem. Wie können wir Erkenntnis von den beweglichen, sich verändernden Dingen bekommen? Letztlich nur, indem wir auch Bewegung auf bestimmte Grundstrukturen zurückführen. Ja?
Und dem korrespondiert eine, wenn Sie so wollen, seins- oder ontologische Problematik, ja, weil man sich sagen kann, naja, etwas, das bewegt, ganz grob gesagt, scheint irgendwie weder ganz zu sein, weil wir mit dem Sein sowas assoziieren können wie Unveränderlichkeit. Es ist dann eben das, was es ist, noch ist das Bewegte einfach nichts, und es scheint irgendwie dazwischen zu stehen. Ja. Und so gibt es eine ontologische Problematik, deren Spiegel die epistemologische oder erkenntnistheoretische Problematik ist, wie erlange ich Wissen von diesem komischen Zwischenbereich. Ja. Wie ist der Gegensatz der Bewegung des Aristoteles zu unserer heutigen Bewegung? Was würden Sie da sagen? Also das ist ja ein Gegensatz zu Theorien der Bewegung. Zunächst einmal, auch das hatte ich kurz angedeutet, ist das, was ich jetzt Bewegung genannt habe, bei Aristoteles weiter gefasst als das, was wir spontan mit Bewegung assoziieren. Mhm. Vielleicht sollte man überhaupt besser von Veränderung sprechen. Aristoteles hat da eine Vielfalt von Phänomenen vor Augen. Dinge können sich qualitativ verändern, indem sie zum Beispiel ihre Farbe wechseln. Dinge können sich quantitativ verändern, indem sie zum Beispiel ihr Gewicht verändern, schwerer oder leichter werden. Dinge können ihren Ort wechseln. Das ist die Ortsbewegung, die wir meist mit Bewegung denken. Und Dinge können vergehen oder entstehen. Auch das ist für Aristoteles eine Veränderung. Das heißt, all das ist Bewegung oder Veränderung. Ja? Und in der frühneuzeitlichen Physik hat es dann eine Verengung oder weniger negativ ausgedrückt, eine Konzentration auf Bewegung im Sinne von Bewegung im Raum gegeben, Ortsbewegung. Auch die Ortsbewegung in der neuen Physik wird anders gedacht als bei Aristoteles. In der Physik von Galilei und anderen denkt man bei Ortsbewegung an die Bewegung von Masseteilen im leeren Raum. Bei Aristoteles, das ist jetzt eine komplizierte Angelegenheit, gibt es nicht so etwas wie einen leeren Raum, sondern es gibt sozusagen nur natürliche Orte, die Dinge, wenn sie sich naturgemäß bewegen, erlangen, erreichen können oder wenn sie gehindert werden, eben nicht erreichen. Ja? Das ist jetzt auch sehr schlagwortartig gesagt, sozusagen ein stärker qualitatives Denken von Bewegung, als der Versuch, Bewegung quantitativ, mathematisch zu erfassen, wie das dann die neuzeitliche Physik geprägt hat. War Aristoteles eigentlich in erster Linie Biologe? Und ja, das kann man, also kann man sagen. Aristoteles ist, zumal er gar nicht so alt geworden ist, wirklich ein erstaunliches Phänomen. Er hat im Rückblick betrachtet eigentlich zwei Wissenschaften aus der Taufe gehoben. Das eine ist die Logik. Und das andere ist die Biologie. Ja, und wenn man sich das heute erhaltene Corpus Aristotelicum, die Werke von Aristoteles, anschaut, dann ist es so, dass die biologischen Schriften den größten Teil ausmachen. Ja, und Aristoteles ist ein emsiger Sammler von Fakten gewesen, hat klassifiziert und hat wirklich für seine Zeit grundlegende und bahnbrechende Erkenntnisse in der Biologie und in deren Theorie geleistet. Ja, das ist selbst noch von Darwin anerkannt worden, der in einer Notiz mal geschrieben hat, es hätte wohl nie einen besseren Beobachter der Natur, das heißt der Biologie in dem Fall, gegeben als Aristoteles, trotz der Differenz, die es dann natürlich zwischen Darwin und Aristoteles gibt. Also Aristoteles hat sich in einem Maße für biologische Phänomene, genauer gesagt für zoologische, für die Lebewesen, also die Botanik hat er Theophrast, seinem Schüler, überlassen, er interessiert, wie das für Philosophen in seiner Zeit und auch später völlig ungewöhnlich ist. Was sagt er eigentlich zur Teleologie? Hat er eigentlich schon sowas gedacht? Naja, der Ausdruck kommt ja von ihm. Und ist mit Aristoteles in besonderem Maße assoziiert. Teleologie kommt von griechisch totelos, das Ziel, und meint ja grob die Vorstellung, dass natürliche Prozesse nicht irgendwie verlaufen, sondern zielgerichtet sind. Also, meine Damen und Herren, Teleologie von der Eichel zum Eichbaum, ne, kann man sagen. Genau, das ist eine Illustration davon.
Das ist eben ein gerichteter Prozess. Und nun darf man, glaube ich, einen Fehler nicht machen, wenn man Aristoteles gerecht werden will. Aristoteles stellt sich bei teleologischen Prozessen in der Natur, eben von der Eiche zum Eichbaum, nicht vor, dass es dort eine irgendwie geistbegabte Materie gibt, derart, dass gleichsam die Eiche das Ziel hat, im Sinne einer bewussten Zielsetzung zum Eichbaum zu werden. Ja. Sondern was er meint, ist, dass wir sinnvollerweise biologische Prozesse als teleologische beschreiben müssen. Das heißt, immer als auf die Erfüllung einer Form. Da kommt wieder das Eidos, eben der ausgewachsene Eichbaum, gerichtete Prozesse. Ja? Und nur so können wir ihnen gerecht werden. Ja? Alles, was wir in der Natur sehen an Prozessen, jedenfalls, wenn sie naturgemäß ablaufen, hat diesen teleologischen Charakter, ist zielgerichtet und nicht strukturlos. Ja, haben wir auch wieder den Gedanken, es muss irgendwie Struktur geben und das ist eine teleologische Struktur. Anders ausgedrückt, er denkt sich biologische Prozesse nicht als bloß kausale, wo sozusagen Materieteilchen an Materieteilchen stoßen und in dieser Weise Prozesse in Gang bringen, sondern sie sind immer formgeleitet und auf ein Ziel gerichtet. Kommen wir mal zu seinen Schriften. Herr Scheinfeld, die nikomachische Ethik. Also Nikomachos war sein Sohn, die nikomachische Ethik. Ja, Nikomachos. Ein sehr gut geschriebenes Buch. Ist einer der wenigen Bücher von Aristoteles, die man ohne weiteres lesen kann. Man muss dazu sagen, dass viele Schriften von Aristoteles ja vermutlich so eine Art Vorlesungsmanuskripte waren, also nicht für die Publikation und nicht für das allgemeinere Publikum gedacht waren. Und deswegen erschließen sie sich dem heutigen Leser nicht immer ohne weiteres. Die nikomachische Ethik gehört zu den Büchern, mit denen man gut anfangen kann, weil sie noch relativ gut geschrieben sind. Aristoteles ist nicht ein Stilist wie Platon, aber sind relativ gut geschrieben und weil sie ein lebensnahes Thema haben. Zum Beispiel das Glück. Das Glück, ja. Was verstehen Sie unter Glück? Aristoteles sagt ja, das Glück ist für ihn die Bewegung der Seele, Bewegung wieder der Seele. Ja, und aber in der Gestalt, dass er sagt, Menschen haben ja viele Fähigkeiten. Und wenn man diese Fähigkeiten, die man hat, nicht in Anspruch nimmt, dann wird man unglücklich. Also Glück besteht darin, dass man die Fähigkeiten, die man hat, in Anspruch nimmt und auch ein bisschen eine Leistung bringt für sich selbst. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, der zunächst steht im Kern der Gedanke, dass den Menschen seine Vernunft auszeichnet und dass, wenn er dem, was ihn auszeichnet, wenn Sie so wollen, auch wieder seinem Ziel, seinem Telos gerecht werden will, dann muss er ein vernunftgeleitetes Leben führen. Und dieses vernunftgeleitete Leben selber wiederum, ist für Aristoteles eines, das durch Tugenden geprägt ist. Ja, und Tugenden sind Weisen, die eigenen Fähigkeiten gleichsam in Form zu bringen und zu entfalten. Und das wiederum ist Grundlage von so etwas wie Glück, wobei Aristoteles aber nicht das Glück des Augenblicks im Auge hat, sondern sozusagen die Gestalt eines gelungenen Lebens. Ja, gut, haben Sie gut gesagt. Ja, kommen wir mal zur Metaphysik. Meta. Nach der Physik, also was nach der, so sind, wie sind hier die Schriften eigentlich geordnet und wie sind die überliefert? Das ist auch eigentlich wieder eine lange Geschichte, aber um eine lange Geschichte kurz zu machen. Es ist so, es gibt eine erste Ausgabe der Werke von Aristoteles lange nach seinem Tod, ungefähr 50 vor Christi von Andronikus von Rhodos herausgegeben in Rom. In der Ordnung der Schriften, die der Andronikus herausgegeben hat, im Übrigen längst nicht alle Schriften von Aristoteles, vieles ist verloren, aber das, was er eben geordnet hat, ist es so, dass das, was wir heute die Metaphysik nennen, ein Ausdruck, den Aristoteles so nicht benutzt, geordnet ist nach der Physik, in deren Zentrum die Lehre von der Bewegung steht. Deswegen ist die vorherrschende Deutung die, dass die Bezeichnung Metaphysik zunächst sozusagen nur eine bibliothekarische ordnende war. Heute aber auch von Aristoteles her der Sache nach verstehen wir da
runter etwas anderes, nämlich durchaus eine Lehre von dem, was jenseits der Physik im Sinne der Naturerkenntnis sich unserem Wissen erschließen mag. Ja, ja. Ja, in der Metaphysik schreibt ihr ja, der erste Satz heißt ja, alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Mhm. Ist das heute noch so? Können die Menschen eigentlich heute nach Wissen streben? Oder also wenn dann alle Menschen von Natur aus nach Wissen streben, streben natürlich auch heute alle Menschen, weil das zu ihrer Natur gehört, nach Wissen. Und in einem niedrig gehängten Sinne würde ich sagen, stimmt das auch. Ja, wir haben, Aristoteles illustriert das ja ganz anschaulich, an unserer Freude, an den Sinneswahrnehmungen. Und was er damit sagen will, ist, dass wir auch nach Wissen oder nach Differenzierung der Welt, wie sie uns begegnet, streben, um ihrer selbst willen. Ja, also nicht nur, natürlich das auch, aber nicht nur als Mittel zu irgendwelchen Zielen, sondern um ihrer selbst willen. Und ich bin davon überzeugt, dass es in jedem Menschen eine Anlage derart gibt, dass er Freude am Erwerb von Wissen, natürlich nicht irgendeinem Wissen, sondern von wichtigerem Wissen gibt. Deswegen glaube ich, dass das auch heute zutrifft, nur scheint es manchmal verschüttet. Ist sie verschüttet? Das heißt, die Menschen werden daran gehindert, sie können gar nicht nach Wissen streben. Das würde ich so apodiktisch nicht, so entschieden nicht sagen. Dann wäre ja die Universität überflüssig und die Schule überflüssig. Nein. Aber es gibt natürlich alle möglichen Ablenkungsfaktoren, sagen wir mal so. Und es gibt sicherlich auch bewusste Bestrebungen, um das Streben des Menschen nach Wissen auf falsche Bahnen zu bringen oder zu ersticken. Was sagt er zur Physik? Er hat ja auch über Physik geschrieben ein bisschen. Ja, aber das ist, Physik heißt, Physis ist ja, heißt im Griechischen Natur. Natur, ja, also über die Natur. Die Physik ist seine Naturphilosophie und wie ich im Vorbeigehen erwähnte, ist eben ein großer Fragekomplex der Schrift, die Physik dem Phänomen der Bewegung, gewidmet. Ja. Und über Politik hat er auch geschrieben. Ja. Was wollte er? Er wollte auch natürlich die Menschen verändern. Ja. Das war damals so bei einigen Leuten, bei den Leuten, die vermögend waren, normal, dass sie die Gesellschaft verändern wollten. Ja. Ja. Gut. Ich meine, das ist ein Impetus, der noch viel deutlicher bei Platon ist. Also Platon hat in viel stärkerem Maße als Aristoteles die Vorstellung, dass man auch als Philosoph die politischen Geschehnisse bestimmen kann. Das ist nicht mehr Aristoteles Anspruch. Mhm. Da ist er, wenn Sie so wollen, bescheidener. Aber für ihn hat auch die Politik die Aufgabe, die Menschen besser zu machen. Das heißt, sie zu einem guten Leben zu führen und nicht lediglich gleichsam dafür zu sorgen, dass sich die Leute nicht die Köpfe einschlagen und sonst machen sie, was sie wollen. Ja, sondern Politik hat in dem Sinne einen Erziehungsauftrag, dem wir heute in dieser Form eher skeptisch gegenüberstehen. Ja, genau. Und sollte man die Schriften Aristoteles lesen? Ja, heute natürlich, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Sollte man Philosophie studieren an allen Schulen? Sollte man Philosophie lehren an allen Schulen? Ich will jetzt nicht Propaganda für mein Fach machen, aber natürlich, ich finde schon. Philosophie ist für mich eine unverzichtbare Instanz der kritischen Reflexion auf uns selbst und die Welt, auf unsere Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, dass sie auch einen Ort an der Schule hat. Und ich würde mir wünschen, dass etwas von Philosophie alle, die auf die Universität gehen und nicht nur die professionellen Philosophen mitbekommen. Also nicht nur die Universitäten, sondern auch an den Schulen. Ja, an den Schulen. An den Hauptschulen schon. Müsste man anfangen und wir brauchen dafür aber philosophisch gebildete Lehrer, Herr Steinfahrt. Ja. Das wäre Ihre Aufgabe, oder? Das ist eine meiner Aufgaben, ja. Gut. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Steinfahrt. Vielen Dank auch. Meine Damen und Herren, schönen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Gut.